man dem Wiener Herzen wehtun kann. Man geht vom Stephansdom, die Kärntner Straße, immer weiter und weiter und lauft, bis man einem echten Wiener begegnet. Einem Wiener so um 40 Jahre. Denn mit 40 Jahren ist das Wiener Herz am allerweichsten. Und dann geht man auf ihn zu und fragt ihn: Senor, por favor, wo ist Stephansplatz? Was meinen Sie, Herr? Where is the Stephansplatz, sir? Ihr hört aber Stephansplatz. Mais oui, monsieur. Aber nee, Herr, da sind Sie ja ganz verkehrt. Da müssen Sie einer umdrehen und zurück. Nachher kommen Sie zum Stephansplatz. Da können Sie gar nicht verföhnen. Tja. Doch du, oh Fremdling, statt dem vernünftigen, blitzeinfachen Rat zu folgen, blickst den Wiener misstrauisch an, schüttelst den Kopf und wandelst deines Weges vom Stephansplatz weg. Das Weh erwacht im Wiener Herzen. Er fleht dich an. Aber gnee Herr, wenn er na sog, ich bin doch ein Werner, wirst du wissen, ich bin doch ein hiesiger, zurück müssen's zurück. Du schüttelst störrisch den Kopf und wanderst immer weiter nach der Wieden zu. Der Wiener fleht immer verzweifelter. Aber gnee Herr, meinen's denn, ich will ihn anschmieren? Ich weiß doch genau, ich bin doch ein hiesiger, zurück müssen's, sonst kommen's nicht zum Stephansplatz. Du aber winkst ihm heftig ab. Er fasst dich am Rockknopf und jammert, jammert. Fast möchte er dir zu Füßen fallen. Nee, Herr, so glaub's mir doch. Ich weiß es doch. Glaub's denn, dass ich ein Gauner bin? Na, ich bin doch kein Plattenbruder. Du schiebst ihn beiseite mit einer großen Gebärde und schreitest aus, unverzagt in die falsche Richtung. Da schwillt endlich das goldene Wiener Herz. Er blickt dir nach und ruft: Hatsch nur zu, du Fallot, du Dünngesächter! Hatsch nur zu am Naschmarkt! Da wirst schon sehen, es wird da schon laut tun, wenn du spät bist, du damischer Kosak, russischer Überrannt. Sind Sie gerade als eine der legendären Stimmen unseres Jahrhunderts angekündigt worden? Was höre ich ja Geschichte. Aber das haben Sie bestimmt gemacht, weil Sie eben die Wiener Festwochen eröffnet gehört haben. Sie als echte Wienerin. Das ja. Sind Sie doch. Also eine halbechte, halbechte. Nicht ganz, aber immerhin. Nein, ich habe das mehr gemacht, Herr Professor, weil mir das Lachen so sehr am Herz liegt. Das fehlt am Theater heute oft. Ja, und weil der Humor dabei sein soll. Das und da hat sie gleich eine Geschichte von Roda Roda, war es doch, nicht? Das war Roda präsentiert. Das bitte kommen Sie doch neben mich, Frau. Danke. Begrüße Sie herzlich, Frau Kammersinger. Das ist ein ganz neuer Einstieg. Das war Wien. Ist doch wunderbar. Ja, natürlich. Naja, also das habe ich auch ein bisschen meiner Mutter zulieb getan, die eine echte Wienerin gewesen ist. Ja. Und so habe ich also dieses Wiener Herz ein bisschen geerbt und will das auch ein bisschen weiter. Als man mir sagte, Sie würden am Anfang einige Zeilen rezitieren, habe ich gedacht, es käme eine Tragödie. Sie würden Clytemnestra oder Maria Stuart oder so etwas. Ja, ja, das habe ich mir auch überlegt. Das hatte ich mir zunächst überlegt, aber dann habe ich gefunden, also wie gesagt. Wissen Sie, aber das erinnert, das ist auch biografisch, was Sie getan haben eben, denn Sie haben ja damit Schauspielunterricht begonnen. So ist es ja. Als Schauspielerin und waren auch engagiert als Schauspielerin in Linz. In Linz, an der Donau. Da musste meine Mutter noch mit. Weil ich also so jung gewesen bin, dass ich also nicht, ich konnte auch nicht allein unterschreiben, das musste noch mein Vater machen und mein armer Vater musste ein ganzes Jahr lang in Wien allein bleiben, weil meine Mutter mich in Linz begleitet hat. Aber es wurden nur Österreicherinnen damals engagiert, stimmt das? Da wurden nur Österreicherinnen engagiert und ich wollte also das speziell kundtun, dass ich eine echte Österreicherin bin und hab den Gewissenswurm vorgesprochen
Und da ist ja, das ist ja sehr österreichisch zu reden. Und dann ist der Intendant zu mir gekommen und hat zu meiner Mutter gesagt, also ihre Tochter ist recht begabt, aber so otergringerisch braucht sie nicht zu reden auf der Bühne. So wie eben am Schluss. So wie ja. eben jetzt am Schluss. Und dann gingen Sie zu Moratti und lernten das Singen. Ja. Wo war der Moratti damals? Also der Moratti war zuerst in Mailand. Mailand, ja. Da bin ich zuerst zu ihm gegangen und dann bin ich ihm nachgereist nach Salzburg. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass er in, also bevor er Gesangslehrer geworden ist, ist er vom Clemens Krauss engagiert worden. Legendäre Geschichte, erzählen Sie die bitte, die ist toll. Ja, das ist wirklich eine, das scheint mir auch eine wichtige Geschichte zu sein. Er ist engagiert worden, jeden Abend in der Oper zu sitzen und die, Opernsänger zu überprüfen. Und dann am nächsten Tag liebevoll und aber doch sehr weise und überlegt, ihnen zu sagen, was vielleicht besser hätte sein sollen oder was man anders machen könnte oder so. Der also arme Mann, der arme Mann. Ja, es ist sicher kein schöner Beruf, aber ich glaube, dass das etwas ganz außerordentlich Wichtiges wäre heutzutage. Bräuchten wir heute auch. Ja, und zwar hat der musikalisch oder auch sprachlich? Worauf hat er besonders geachtet? Musikalisch, hauptsächlich musikalisch, denn er war ein Italiener und dummerweise hat er also radebrechend nur Deutsch gesprochen und ich, dummes Dirndl, habe also nicht Italienisch gesprochen und kam auf diese Weise nie dazu. Er hat immer gefragt, hast du gegessen, hast du schon heute getrunken, anstatt mir das Italienisch zu sagen, wäre doch viel gescheiter gewesen. Ja. Aber wissen Sie, als ich hörte, dass ich mit Ihnen die Sendung machen darf, da habe ich mich darum auch besonders gefreut, weil Ihre Beziehung zum Wort, die war ja immer eine ganz besonders starke. Nicht nur, weil Sie Schauspielunterricht gehabt haben, nein, sondern Sie haben auch immer wieder gesagt, nur aus dem Wort heraus erklärt man eine Oper. Und wenn ich die Motivation nicht durchs Wort habe, interessiert mich der Gesang nicht. Ja, also das, der Meinung bin ich also heute auch noch ganz stark. Und ich glaube auch, dass das wichtig ist, auch dass das Publikum hat doch auch viel mehr Freude daran, glaube ich, wenn man also wirklich auch in der Oper versteht, worum es geht. Also ich gehöre ja zu denen, die es gar nicht so schätzen, dass man die italienischen Opern italienisch macht. Ich finde, weil ich eben so sehr zum Wort stehe, meine ich, wenn wir in Deutschland sind, dann sollte man alle Opern in der deutschen Sprache. Singen. Hoffentlich kommt jetzt kein Applaus, denn das macht meine ganzen Pläne durch. Ja. Gut, ist ein Kapitel, über das sich zu reden lohnt. Wir haben da an den Theatern manchmal, an einigen Theatern, nein, wir haben das in München ja leicht. Wir können an der Staatsoper die in allen Originalsprachen machen und im Gärtnerplatztheater macht man es in Deutsch. Ja. Wenn man die schöne Wahl nebeneinander hat, ist es, glaube ich, richtig. Ist es wahrscheinlich. Denn komponiert ist es doch in der Sprache, nicht? Ist das nicht was ganz anderes, wenn Sie dann plötzlich auf Deutsch... Also ich habe es halt gern, wie gesagt, ich möchte mich verständlich machen und also wenn es eine lustige Oper ist, dann finde ich es katastrophal, denn die Leute lachen, können ja nicht lachen, wenn sie es nicht verstehen. Ja, es ist Ihnen nie, so haben Sie einmal gesagt, um den opulenten Ton gegangen, sondern um die, klingt etwas pathetisch, aber ich glaube es Ihnen, um die Wahrhaftigkeit des Ausdrucks. Ja. Was ist das, die Wahrhaftigkeit des Ausdrucks? Also Sie sagen, es ist mir nie so sehr um den Ton gegangen. Es hat mich eigentlich das ganze Leben lang, also durch die ganze Karriere hinweg, war es so, dass man mich eingesetzt hat, nicht nur als Typ, sondern eben auch als schauspielende Sängerin. Man hat mich nicht von der Opernsängerin her betrachtet, wie ich es als Opernsängerin singe, sondern wie ich es als Typ und als Schauspielerin machen könnte, ausdrücken könnte. Das war, und so bin ich vielleicht hin und wieder in ein Fach hineingedrängt worden, was ich vielleicht gar nicht unbedingt nur hätte singen müssen. Es war immer nur vom Schauspiel her. Ja. Und stimmlich, glaube ich, wäre ich lyrischer auch gut einzusetzen gewesen. Aber das verliert sich natürlich dann mit der Zeit. Natürlich. Das ist ganz klar, wenn man also immer wieder nur in diese hochdramatischen Rollen hineingepresst wird, dann... Aber ich habe nichts zu bereuen. Es war wunderschön, dass es so gegangen ist und dass es so war. Sie haben einmal etwas gesagt, auch wenn man es bei der Entfernung nicht sieht, erst wenn das Spiel stimmt, stimmt auch der musikalische Ausdruck. Ja, das ist etwas, was man gar nicht wichtig genug unterstreichen kann, was heute gar nicht mehr genug gesagt wird. Ja. Stimmt das?
Nur wenn Sie sich mit einer Rolle identifizieren konnten, haben Sie sie gesungen. Sonst haben Sie sie abgelehnt. Ja, ja, das habe ich also nachdem ich Karriere gemacht habe, konnte ich mir das gestatten. Ich habe also verschiedene Rollen nicht gesungen. Also vor allen Dingen die Gräfin in Rosenkavalier, die wurde mir sehr viel angeboten. Die Marschallin, ja. Also erstens einmal habe ich gefunden, dass ich nicht so das so machen würde wie Sie. Ich könnte das nicht, einfach nicht so machen, und ich hätte auch... Was heißt denn so machen? Ja, so machen heißt also in etwas reiferen Jahren sich in diesen jungen Burschen verlieben und dann zum Schluss resignieren müssen. Ja. Also das liegt mir nicht. Vielleicht resigniert sie gar nicht, sondern gibt nur diesen Burschen auf und freut sich auf den Nächsten. Also ja, das wäre aber auch wieder nicht. Also die Marschallin haben Sie nicht gesungen. Sie haben auch keine Isolde gesungen. Nein, die Isolde, die habe ich nicht gesungen, weil ich die also sehr wahrscheinlich nicht hätte singen können, obgleich Wieland Wagner, der also doch sich sehr um mich bemüht hat, und wir haben sehr gut miteinander gearbeitet. Ich habe Sieglinde bei ihm gesungen in Bayreuth. Ich habe auch dann Siegfried mit ihm gemacht. Er hat mir schon den ganzen Probeplan hat er mir schon für Ortrud gegeben. Ich sollte die Kundry singen, und er wollte unbedingt mich zu der Isolde überreden. Und ich habe es nicht gemacht, und ich glaube einfach, dass ich hatte einfach das Gefühl, dass ich es nicht bin. Aber Carmen sind Sie auch nicht gewesen? Carmen, das ist, glaube ich, der einzige Misserfolg meines Lebens. Mhm. Das habe ich gemacht, und zwar habe ich die hohe Ausgabe gesungen, die gibt's doch. Und das will das Publikum, das liebe Publikum, gar nicht hören. Das ist so, man hat einfach eine klangliche Vorstellung von der Carmen. Und meines Erachtens hat man auch eine Vorstellung, wie sie auszusehen hat. Und also ich glaube, ich bin einfach zu groß und zu... Ich bin keine Carmen. Ich bin keine Carmen. Denn also alles, was ich mache, das war bei mir immer sehr gefährlich, weil ich so groß bin. Und als Kind war ich so dick und so lang war alles an mir. Und dann habe ich... Alles, was ich gemacht habe, war überdimensional. Und wenn ich also, dass dieses Henkeltöpfchen nicht wahr soll, was sollte Sachen, das hat bei mir nicht gestimmt. Ja. Nein. Oder ein Regisseur hat es Ihnen nicht gesagt. Eben, ich hatte einen Regisseur, der mir eben so ein Henkeltöpfchen beigebracht hat, und das war eben nicht gut. Ja. Ja. Sie sagten eben im Nebensatz, ja, nachdem ich Karriere machte, konnte ich mir das erlauben, mir auszusuchen. Ja. Sagen Sie ganz kurz, auch für unser Publikum, wie war denn das so mit der Karriere? Wie lief denn das, nachdem Sie... zuerst mit Agathe, glaube ich, nicht? Das war Ihre erste Rolle. Wie ging das so weiter? Agathe, ich habe alle lyrischen Sachen. Ich hab die Gräfin in Figaro gesungen, und ich habe eben Agathe gesungen. Ich habe die Margarete gesungen, und also nicht gleich die dicken Brocken, nein, keineswegs. Und durch den Krieg ist es sehr schön langsam gegangen. Darüber bin ich sehr froh. Also nicht über den Krieg, um Gottes Willen, aber ich für meinen Werdegang war es sehr gut, dass es langsam gegangen ist. Denn wahrscheinlich, wenn ich heute so zurückdenke, so wie ich so als Wilde dahergekommen bin, da mit Stimme und so und Schauspiel und nichts an mir, ich habe doch nichts auslassen wollen. Wenn man mich gefragt hat, willst du singen, habe ich doch ja gesagt, und wie ja gesagt vor allem. Und dann hätte ich wahrscheinlich, ich bin ja mit 15 zum Theater gekommen, wenn sie dann mit 16 zu mir gesagt hätten, ob ich die Salome singen will, dann hätte ich wahrscheinlich auch ja gesagt. Ja. Und das wäre dann schlecht rausgekommen. Und so ist es langsam gegangen, langsam, Gott sei Dank. Und ich glaube, das war dann sehr gut. Würden Sie dieses Wort langsam auch den Schülern und Schülerinnen, die jetzt zuhören, auch so als Empfehlung mitgeben, dass es heute etwas zu schnell geht? Unbedingt. Es geht zu schnell. Ich meine, erstens einmal will natürlich jeder schnellstens Geld verdienen. Das kann ich sehr gut verstehen. Das ist halt mal so. Aber es ist ein Jammer, wenn man zu früh zu große Rollen und zu dicke Rollen singt. Natürlich gibt es Sänger, Sie können sich zurückdenken, es gibt natürlich Stimmbänder, die sind so stark, dass sie das schaffen. Ja. Und vor allen Dingen kommt es natürlich auf die Technik an, mit der ich also immer es nicht so gehabt habe mit der Technik. Ich bin spazieren gegangen mit meiner Großmutter im Wald, und dann habe ich die Königin der Nacht gesungen, und
Und das war einfach da und meine Großmutter hat immer gesagt, du musst wie die Vögel musst du singen. Schau, wie die Vögel, so singst du, die machen auch das Goscherl auf und so. Und, dann, und so habe ich dann auch gesungen. Und jetzt hören wir aber auch mal, damit wir nicht nur theoretisch darüber sprechen, mit namenloser Freude hören wir, oh namenlose Freude, was Sie mit dem Jazz Thomas gesungen haben. Ja. Nach der befehlenden Gäste musste der Arme ja darauf gehen. Ja. Da blieb mir gar nichts anderes übrig. Ja. Was Sie eben über die Technik sagten, liebe Frau Kammersängerin, wenn man das Singen als solches am Abend vergessen kann, um sich auf die, um die Rolle zu werden, das wäre doch eigentlich der Idealzustand. Das ist nicht? Der Idealzustand, ja. Ja, Sie sprechen mir aus dem Herzen. Also, wenn das Publikum merkt, dass es schwer ist, dann sind wir schlecht. Sie sagten eben etwas über die Artikulation und das möchte ich ganz gerne vertiefen. Artikulation nicht als technischer Vorgang, sondern dass man so artikulieren kann, dass ein Sinngehalt rübergebracht wird. Wissen Sie, wenn artikuliert wird, ich spüre das immer so, wenn einer so artikuliert, dass ich es um seiner selbst willen als Form spüre, ist es so langweilig. Aber wenn die Artikulation eine, soll ich sagen, ein Transportmittel ist, um den Sinn eines Stückes oder einer Arie zu transportieren. Ja, das ist sicher richtig. Ich meine, das ist so, wie wenn ich, also wenn ich mit einem Menschen zusammen bin und er redet so vor sich hin und redet eben nur so und das ist also alles so tonlos in einem dahergeredet, dann kann ich ja nicht überzeugt sein. Nein. Es muss also, ich glaube, man muss im Leben überhaupt immer, beim Theater und im Leben, muss man hinter dem Wort stehen und das merkt der Partner. Wenn Sie einen Partner ansprechen, wenn Sie ihn anschauen schon und wenn Sie mit ihm reden, wenn Sie engagiert mit ihm reden, kommt es doch, glaube ich, dann sehr viel eher auch zur Sympathie. Sie können, ein Mensch kann Ihnen nicht sympathisch sein, wenn er ohne wirkliches persönliches Engagement mit Ihnen spricht. Wassermann hat gesagt, das Wichtigste beim Schauspiel ist Auge, Auge, gucken,
gucken können. Oge. Ja, das ist es auch. Richtig. Ja, man muss einen Menschen anschauen und man muss sprachlich hinter seinen Denn wenn von den dummen Sängern manchmal gesprochen wird oder früher oder heute noch manchmal, dann ist das doch, weil da Produzenten von schönen Tönen waren, die keine Sinngebung hatten. Nicht? Ja. Das haben sie doch genau das Gegenteil gewollt. Ja, das finde ich also sicher. Ich meine, es kommt natürlich die Musikalität noch dazu. Es ist ja früher tatsächlich, konnte es so sein, dass ein Sänger, also Klavierspielen muss er nicht unbedingt können. Ich in der glücklichen Lage, ich durfte also Klavierspielen lernen und bin heute überglücklich, dass ich es kann und musiziere, also mit größter Freude. Aber sie wussten überhaupt nicht Bescheid. Sie haben einfach nur die Töne zu singen gehabt. Und der arme Korrepetitor, der hat ihnen also unentwegt den Ton vorspielen müssen, ja, bis sie endlich das gesungen haben. Da brauchte der natürlich 10-mal, 20-mal so lang wie ein musikalischer Mensch, der es eben vom Hören auch lernt. Aber wie geht Ihnen das, wenn Sie eine Partitur oder einen Klavierauszug vor sich haben? Was springt da an Sie heran? Prima la musica, prima la das Wort, was ist das? Ja, also mit dem Klavierauszug, da habe ich es also nicht so. Ich muss es hören. Ja. Es muss mir also jemand, entweder ich oder ein anderer muss es mir erst vorspielen, dann höre ich es und wenn ich es gehört habe, dann kann ich es schon halb. Weil ich es eben von der Musikalität her begriffen habe. Und ich habe immer gesagt, also der Kapellmeister, der könnte unten die Wacht am Rhein dirigieren. Das wäre mir ganz egal, wenn ich oben Salome zu singen habe. Ich singe, kann das singen. Ich brauche überhaupt nicht runterzuschauen. Das werden manche Dirigenten jetzt gerne hören. Ja. Ich muss nicht zum Kapellmeister schauen und ich muss auch nicht wissen, was er schlägt. Muss ich nicht wissen. Es gibt doch so viele Sänger, die sagen, schlagen Sie da halbe oder schlagen Sie da viertel. Ist mir vollkommen egal. Also wenn ich es kann, dann kann ich es und dann kann der unten machen, was er will. Gerade weil wir das Prinzregententheater wieder eröffnet haben. Ich erinnere daran, wie ich als Student in München Sie im Prinzregententheater so oft gehört habe. In meinen glücklichen Zeiten. Elektra. Dann alles, was ich Frau kann. Ohne Schatten, Eröffnung des Nationaltheaters, große Erinnerungen, die mich auch heute bewegen. Wissen Sie, was für mich der stärkste Eindruck war? Der jedes Mal neue, bedingungslose Einsatz, den Sie für eine Rolle gebracht haben. Es erschien einem, ich habe damals das noch nicht Theaterwissenschaft, ich war Philosoph und Theologe, habe das noch gar nicht gewusst, was das ist, dieses Gebiet, aber ich habe eins gespürt, da war immer jeden Abend wieder ein ganz neuer Einsatz. Zwar in denselben Formen, aber mit einem totalen Einsatz. Ja, das ist aber besonders lieb von Ihnen. Da möchte ich Ihnen direkt einen Kuss dafür geben, lieber Professor. Ja, wir haben hinterher noch gelegen. Weil das ist so ein Anliegen von mir. Das ist also, ich habe doch so oft gleiche Rollen. Also die Karriere, die Weltkarriere habe ich ja nun wirklich fast nur mit Salome und mit Elektra gemacht. Wie oft haben Sie Elektra gesungen? An die 300 Mal. Mein Gott. Ja, aber ich meine, ich habe natürlich viele andere Dinge auch, aber wenn man also zu den Zeiten, zu meinen Zeiten Elektra gesagt hat, dann hat man in erster Linie wahrscheinlich an mich gedacht und zur ersten Salome. Und das ist natürlich etwas, was sehr verführerisch ist, dass man sagt, jetzt habe ich gestern habe ich das so gemacht und das hat gut gefallen, dann mache ich es heute wieder so. Ja. Das ist sehr gefährlich. Aber das habe ich mich bemüht, nicht zu tun. Ich habe mich bemüht. Es immer neu anzugehen. Und obwohl Sie die Dirigenten eben so klassisch geschildert haben, wie sehr sie sich um Sie gekümmert haben, was Sie da unten gepinselt haben, wie war denn sonst so Ihr Verhältnis zum Dirigenten? Mit welchen Dirigenten haben Sie, hauptsächlich gearbeitet? Hauptsächlich gearbeitet. Also ich habe mir vorgenommen, keinen Namen zu nennen, weil ich gedacht habe, das ist nicht so schön. Also ich habe mit sehr, sehr vielen großen Kapellmeistern gearbeitet. Und je größer sie gewesen sind, desto besser habe ich mit ihnen gearbeitet, weil wir also wirklich uns musikalisch immer sehr gut verstanden haben. Wir haben uns sogar manchmal so gut verstanden, dass ich den Eindruck hatte, man muss ein bisschen immer verliebt sein in den Kapellmeister, damit das etwas Besonderes, damit es ein bisschen knirscht. Und das habe ich in meinem Leben sehr oft so gemacht und
ich dachte, dass die Kapellmeister vielleicht auch ein bisschen in mich verliebt gewesen sind. Jedenfalls habe ich gespürt, wenn ich dann schönen Ton gesungen habe, dann haben sie gestrahlt nach oben und dann habe ich mich bemüht, noch schöner zu singen. Nicht einen schönen Ton, einen richtigen Ton, ja. Einen erfüllten Ton gesungen haben. So ist es, ja. Dann haben die. Bei Regisseuren war dieses Verhältnis mit dem Verliebtsein nicht so sehr. Ja, mit dem Verliebtsein nicht. In ganz jungen Jahren, da habe ich mal einem Regisseur zwei ganz feste Ohrfeigen gegeben. Da war ich ein ganz junges Geschöpf, ein ganz junges Dirndl. Und dann kam der auf mich zu und hat gesagt, heute siehst du aber wirklich wie eine alte Pute aus. Und da habe ich mich so geärgert, dass ich ihm gleich eine geschmiert habe. Ja, haben Sie recht gehabt. Ja. Ja, hat er auch was gelernt. Ja. Nein, aber heute, Sie haben das mal gesagt, heute ist die Identifikation nicht mehr so sehr gefragt und Regisseure machen einem viel vor. Ihr Weg war doch der, Sie haben erst einmal vorgemacht und dann hat der Sie umgeformt. Ja, ja, das ist richtig. Und das halten Sie auch für den richtigen Weg? Ja nun, das kommt darauf an, ob der Sänger wirklich was anzubieten hat. Also es gibt auch sehr viele Regisseure, die das nicht so gerne haben. Das habe ich auch erlebt und das ist dann nicht so ganz gut gekommen, die so auf dem Reißbrett mir gezeigt haben. Also du kommst dann da rein und dann von da und dann kommst du da und dann machst du diesen da. Ja. Und das war schrecklich, das ist ganz furchtbar. Aber sehr viele hatte ich, wie Sie sagen, die dann wirklich gesagt haben, jetzt mache mal. Ja. Jetzt mache mal und dann, meistens musste man mir ja abräumen. Ich war ja immer viel zu viel, es war immer viel zu viel, das ist das Große. Das große Glück, wenn man lange beim Theater sein kann und wenn man also eine Rolle so wirklich durch und durch arbeiten kann, wie ich also das Glück hatte, es mit sehr vielen Rollen zu tun, dann wird es immer bescheidener, wird man immer weniger, braucht man immer weniger Bewegungen. Ja. Und bis man dann wirklich ruhig stehen kann und nichts mehr macht, das ist für mich dann die größte Kunst. Das wollte ich gerade fragen. Sie haben 30 Jahre lang Elektra gesungen. Ja. Was für ein Zuwachs ist durch die Zeit, durch die Erfahrung in der Rolle gekommen? Ich habe Elektra ein paar Mal mit verehrten werdenden Kollegen gemacht. Ja. Und ich merke immer noch, ich muss es noch oft machen, um Elektra ganz zu ergründen. Was war bei Ihnen? Wie war der Prozess? Also er war sicher so, dass ich am Anfang, also auch mit Salome, ich habe ja noch Salome gesungen als der Strauß. Der Strauß war ein ganz alter Herr, da habe ich in Bern die erste Salome gesungen und habe natürlich wie eine Wilde, das ist ja klar, ich kann mir denken, wie ich das gemacht habe. Und dann ist der Strauß auf die Bühne gekommen und hat gesagt, man soll der Ingeborg sagen, sie soll weniger machen, ich habe das alles komponiert. Ja, ja. Ja, also das ist der, ich glaube, dass der Werdegang eines jeglichen Künstlers, nicht nur eines Sängers, so ist, dass man immer mehr sich zurücknehmen kann und dass es mehr verinnerlichter werden kann alles. Und je verinnerlichter es wird, je wahrer es wird, weil wir sagten, das wahre Wort, desto weniger muss man machen, in Anführungszeichen, und desto ehrlicher wird die Darstellung. Sie haben mal von schlechten Regisseuren gesagt, sie haben sich immer bemüht, das zu tun, was die ihnen sagten, und oft wurden ihre Rollen dadurch schlechter. Ja, das ist wohl so gewesen. Ich habe mich also den Regisseuren sehr, also untergeordnet wäre ein falsches Wort, aber angepasst. Ja. Das habe ich wirklich getan. Und wenn Sie es natürlich zum Beispiel gerade bei der Carmen, also und wenn Sie dann was Falsches gesagt haben, dann habe ich das nicht unbedingt gleich gespürt und habe es gemacht und dann war es vielleicht nicht ganz so gut. Ich hätte gern die Briefszene aus dem Macbeth Ihnen vorgeführt und uns zum Hören gebracht. Wir haben dann hinterher noch eine Parallele, einen anderen Macbeth, aber diesen Macbeth möchte ich gerne Sie hören. Ja, wie schön, das würde mich auch freuen. Woo!
sehr merkwürdig, wenn man sich da so singen hört. Ja. Nicht sehr synchron, aber dafür können Sie nicht. Dafür kann ich nichts. Nein. Ja. Liebe Regie, ich würde eigentlich gerne, wenn Sie einspielen würden, diesen anderen Macbeth auch gleich gerne hören von einem Komponisten, von dem ich, den ich nur als Philosoph kenne. Bloch, nein, aber Sie sind ja der Philosoph. Nein, das, der hat aber nichts mit ihm zu tun. Nein. Interessant, wie dieselbe Szene verschieden gesehen wird bei Verdi und dort bei ganz Bloch. Anders, ganz, ganz anders. Anders, ja. Aber ich habe mich gefreut, dass Sie die Szene sehen, auch wegen ihrer Gestaltung. Ja. Wenn Sie auf eine Bühne gehen, wie ist Ihr Verhältnis zum Bühnen, sprich auch Kostümbildner? Lassen Sie sich alles anziehen, was die Ihnen vorbereitet haben, oder sprechen Sie damit? Ja, also ich würde wahrscheinlich mitsprechen wollen. Es hat sich bei mir nur so ergeben, dass ich für die großen Rollen, die ich gemacht habe, Fidelio, Tosca, Aida, natürlich Elektra, natürlich Salome, meine eigenen Kostüme hatte. Und ich konnte sie meistens anziehen. Also ich hatte keine Schwierigkeiten. Das Fidelio-Kostüm war einfach so, dass es überall hereingepasst hat. Ja. Das war ein Leder, ich verstehe das gut von Ihrem Standpunkt aus, weil Sie viel gereist sind von einem Ort zu anderen, wo man nicht. Aber bei einer Neuinszenierung, glaube ich, würde sich das kein Regisseur gefallen lassen, nicht?
wenn man mit heute würde es sich wahrscheinlich nicht gefallen lassen. Heute sind die Regisseure ja sowieso Halbgötter geworden. Ja. Und der Sänger ist ein bisschen in den Hintergrund gerückt, würde ich sagen. Aber Sie nicht, Sie nicht, die meine ich in keinster Weise damit, in keinster Weise. Nein, ich meine nur, weil ja jede Inszenierung eine neue Ausdrucksform ist. Und wenn man da mit einem fertigen Kostüm ankommt, also mich stört es ja ein bisschen. Ja, das glaube ich. Und das kommt wirklich drauf an, es muss ja irgendwie auch zum Bühnenbild passen. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn man mit einem roten Kostüm da ankommt und es ist alles lila drumherum oder so. Also das kann ich verstehen. Ja. Nein, aber da spricht man sich ab und ich glaube also, ich würde ganz sicher keine Schwierigkeiten bekommen, wenn ich noch einmal anfangen müsste. Nein, glaube ich auch. Dann würde ich also schon spielen. Wie war Ihr Verhältnis zum Kritiker? Oh Gott. Also früher war es so, dass man Besuche gemacht hat, dass man die Kritiker alle besuchen musste. In früheren Jahren ist das so gewesen, wie ich zum Theater gegangen bin. Da hat man also Grüß Gott gesagt und hat sich fein gemacht und hat sich so lieblich gemacht wie möglich und hat nette Sachen gesagt, in der Hoffnung, dass man gute Kritiken bekommt. Also ich gehöre ganz bestimmt zu denen, die jede Kritik gelesen hat. Ich bin also, auch in New York haben wir also gefeiert, nach der Premiere haben wir gefestet, weil morgens ist doch dann die Kritik gekommen, dann haben wir gewartet, bis sie rausgekommen ist, haben uns draufgestürzt und wenn sie schön gewesen ist, haben wir uns wahnsinnig gefreut und wenn sie schlecht gewesen ist, haben wir uns geärgert. Das ist die Wahrheit und ich glaube, dass sehr viele auch so denken, aber nur nachher sagen, das sei ihnen wurscht, was die Kritiker schreiben. Sie haben aber gesagt, Sie mögen kein mieses Milieu auf der Bühne. Ja. Sie möchten doch gerne nicht Friede, Kuchen, Eier, aber immerhin, Sie möchten das nicht so gerne, obwohl Sie wissen, dass das eigentlich bei Salome und auch bei Elektra nicht so gut geht, denn der Hinterhof bei Elektra ist ja ein mieses Milieu. Ja, ist nicht so witzig. Nein, ist nicht so witzig. Nein, ist nicht so witzig, das ist wahr. Aber ich habe trotzdem lieber schön und ich meine, ich bin der alten Ansicht, dass wenn man ins Theater geht, man lieber etwas Schönes anschauen sollte. Schön im weitesten Sinn natürlich, ich weiß nicht, rosa-rot und Veilchen und nein. Aber es muss, also die Kunst muss doch etwas von Überhöhung, mit Überhöhung zusammenhängen, meine ich. Man muss es, gut, natürlich glaubhaft, aber die Hässlichkeiten, die man heute auf der Bühne sieht und dieses sehr viel Übelriechendes, das habe ich nicht so gern. Nur Elektra endet aber auch so, nicht? Oder? Dieser Siegestanz, dieser Taumeltanz, dieser Blutorgienrausch. Ja, aber es ist etwas Unglaubliches. Die Stimme reicht nicht mehr aus und es ist etwas Überhöhtes und sie tanzt in den Tod. Also ich meine, das ist, das hat aber nichts mit Übelriechen zu tun. Nein, nein. Es ist etwas Unglaubliches. Das ist also zu antikisch in die höchsten groß. Höhen, ja. In die höchsten Höhen der Möglichkeiten. Ach Gott, da müssen wir aber jetzt wirklich bald die Elektra, die warten wir ja schon den ganzen Abend, die müssen wir ja hören.
Dankeschön. Bei einer der Aufführungen der Elektra, als Sie einmal Schwierigkeiten mit einem Regisseur hatten, kam Ihr Mann zu Ihnen und sagt, lass das doch alles weg, spiel doch deine Elektra. Was ist ja Ihre Elektra? Meine Elektra. Also ich glaube, das kurz zu sagen, ist sie ein ganz großer Mensch. Sie ist also, sie hat nichts Hexenhaftes, nichts von Grund auf Böses, auch nicht also auch nicht etwas so sehr Wildes, wie man sich das so oft denkt. So, also wie gesagt, so ein Hexenweib, das ist sie nicht. Ich halte sie für eine natürlich tief unglückliche Frau, aber doch edel im Denken, Königstochter darf man nie vergessen, enorm sensibel. Das sollte eigentlich, glaube ich, alles herauskommen. In dieser Wildnis und in dieser Verzweiflung sollte sie immer doch daran erinnern, dass sie eine Königstochter gewesen ist, dass sie eine schöne Frau gewesen ist, dass sie an ihre Schönheit immer noch denkt. Das sollte immer wieder herauskommen. Sie ist keine Terroristin? Eine Terroristin? Sie ist personifizierte Rache. Ihr Leben hat sie geopfert dafür, einmal die Rache auszuüben, die, oder? Oder ist das nur aus verschütteter Liebe? Das meine ich. Also als Terroristin sehe ich sie ganz und gar nicht. Ja. Nein. Die Musik ist ja in ihr. Eben, das sagt sie. Die Musik ist in mir, das sagt sie. Ja. Und das war die letzte Rolle, die Sie 1973 in Palermo, ist das richtig? Das stimmt. Gesungen haben und dann haben alle... Siebenmal habe ich sie gesungen. Siebenmal in 10 Tagen, glaube ich, oder in 11 Tagen. Also nur ein Tag dazwischen. Und bei dem 7. habe ich gesagt, so, jetzt ist der Vorhang hinunter und das war's, Ingeborg. Und alle haben geglaubt, das wird nicht so sein, Ingeborg. Und es war so. Aber dann kam die Ingeborg wieder, zu unserer aller Überraschung, freudigen Überraschung. Sie kam als Schauspielerin wieder, sie hat bei Gobert gespielt, sie hat am Residenztheater in München gespielt. Ja. Vor dem, ich habe die Geschichte gehört, Meisel hat vor ihnen gelegen, hat sie angebetet. Ja. Hinterher haben sie aber nur eine kleine Rolle da oben gespielt. Ja, so spielt das ja, im Leben. Ja, so spielt das halt im Leben, ja. Und dann, was war dann? Dann haben sie die Chanson sich erobert. Ja, das habe ich gemacht. Bei Hollmann zuerst gespielt. Und, ja. Und dann kamen sie nach München ins Gärtnerplatztheater. Ich erinnere ganz genau, da kamen sie nicht als Clytemnestra wieder, als Fortsetzung der Elektra, sondern sie kamen wieder als Chansonnière. Ja. Und sangen Mutterlied oder jedenfalls weiß ich noch ja, die Kritik. Brecht. Ja. Haben gesagt, viel besser als die Mai, als die Lotte Lenya. Es war nie in meinem ganzen Leben so viel in der Zeitung gestanden, wie zu den Zeiten von den Chansons. Also ich habe Bücher vollgeklebt mit Kritiken und mit Bildern und mit Besprechungen. Und also es war unglaublich, was das also ausgelöst hat. Dann haben Sie für die Flickenschild in Hamburg eine Rolle übernommen, nicht? Das ja, war Coriolan. Coriolan. Mhm. Und, also ich bin wieder beim Theater gelandet. Sehen Sie, das wollte ich eigentlich ja, sagen. Ja, ja. Ich habe ja ein Chanson, das heißt, ich komme vom Theater nicht los. Ja. Und ich will auch nicht vom Theater loskommen. Und ich will auch noch was machen. Also, Sie wollen auch heute Abend noch was machen, habe ich gehört. Wir wollen nicht einfach nur so mit zum Abgesang mit Richard Strauss enden, sondern Sie wollen heute Abend noch was machen. Also soll ich machen? Ja, Sie sollen machen. Also ich mache. Danke. Spielst du Sudermann oder Metterling oder spielst du Mieze Stuckert? Dann bedenk, es ist ein Eigending, das Herz, das unten buckert. Es atmet klamm das Publikum, es gäb was drum, es gäb was drum, erhöre nur sein Flehen. Das Publikum will sehen. Zieh dich aus, Petronella, zieh dich aus. Denn du darfst nie annoyant sein. Und nur so wirst du bekannt sein. Und es jubelt voller Lust das ganze Haus. Zieh dich aus.
aus. Petronella, zieh dich aus. Und es jubelt voller Lust das ganze Haus. Zieh dich aus, Petronella, zieh dich aus. Nicht bei Lulu nur oder Wede Kind ist der Platz für deine Reize. Denn je nackter deine Schultern sind, desto mehr werden sie sagen, det Kleize. Als Iphigenie trägst du nur ne Armbanduhr, ne Armbanduhr. Ich seh deine weißen Nacken, wie schön sind deine Backen. Zieh dich aus, Petronella, zieh dich aus. Denn du darfst nie annoyant sein und nur so wirst du bekannt sein. Und es jubelt voller Lust das ganze Haus. Zieh dich aus, Petronella, zieh dich aus. Und es jubelt voller Lust das ganze Haus. Zieh dich aus, Petronella, zieh dich aus. Ja. Vielen Dank. Bitte schön. So viele Fragen sind übrig geblieben. Was ist mit der Ausbildung? Sie haben mal gesagt, die Anja Silja ist mein Kind. Wie unterrichten? Unterrichten tun Sie gar nicht. Aber Sie könnten so viel weitergeben. Und der heutige Abend hat eins gezeigt, liebe verehrte Kammersängerin. Man kann nicht nur singen, man kann Humor haben, man kann Mensch bleiben. Man kann diese fröhliche Sendung, die erste fröhliche eigentlich, seitdem ich 10 gemacht habe. Dankeschön dafür. Und jetzt hören wir dann wieder, wie es abklingt mit Richard Strauss, mit dem Rosenkavalier, den Sie zwar nie gesungen haben, aber der unsere Herzen doch immer bewegt. Ja. Guten Abend, Dankeschön. Danke. Thank you.